Atemfall. Was ist denn das? Fallout of Wish bestellt oder was? War so mein erster Gedanke dazu. Tut mir inzwischen ein bisschen leid, aber da wusste ich ja auch noch nicht, was da alles für coole Ideen drin stecken. Ich habe mir für euch nämlich mal das neue Singleplayer-Open-World-Spiel von Rebellion genauer angeschaut und bin jetzt ehrlich gesagt ziemlich heiß drauf. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe und in diesem Video will ich euch alles zusammenfassen, was man bisher schon über diese britisch-blutige Baller- und Bastelbombe weiß, also das Szenario, das Gameplay und sonstige Besonderheiten. Eine Besonderheit ist nämlich, das Ganze ist echt passiert, also zumindest fast. The Atomic Energy Authority have announced that some uranium cartridges in the center of the atomic pilot wind scale became overheated yesterday. Heiß drauf passt hier auch zum Szenario, denn Atomfall basiert auf dem Windscale-Brand, einem realen Reaktorunglück in einem englischen Atommeiler. Dort kommt es 1957 zu einem schwerwiegenden Unfall, bei dem durch verkeilte Uranbrennstäbe plötzlich ein Feuer im Reaktorkern ausbricht. Das kann man zwar in letzter Sekunde noch unter Kontrolle bringen, trotzdem wird aber eine riesige Wolke mit radioaktivem Material freigesetzt und dann durch ganz Europa geblasen. Zwar lässt die britische Regierung aus Angst vor Kontaminierung daraufhin einen Monat lang Milch im Umkreis von 500 Quadratkilometern ins Meer kippen, versucht dann aber doch, den Vorfall unter den Teppich zu kehren, um ein gemeinsames Atomprogramm mit den USA nicht zu gefährden. Jahrzehnte später kommt ein Bericht zu dem Schluss, dass das Unglück mindestens 240 Menschenleben gekostet hat und es sogar noch schlimmer hätte kommen können. Denn vor der Inbetriebnahme hatte der Physiker John Cockcroft gegen den Widerstand seiner Kollegen darauf bestanden, spezielle Filter an den beiden Kaminen des Reaktors zu installieren. Dadurch wurden aber beim Brand 95% des radioaktiven Materials zurückgehalten. Die Vertuschungskampagne der Macmillan-Regierung war wohl ein Erfolg. Ich habe von dieser ganzen Sache nämlich diese Woche zum ersten Mal gehört. Atomfall spielt 1962, also 5 Jahre später in der gleichen Region. Hier ist die Sache aber wohl nicht so glimpflich abgelaufen. Denn die Regierung hat den kompletten Landstrich unter Quarantäne gestellt und aus der Ruine des Reaktors wabert noch immer eine blau schimmernde Strahlungswolke. Stalker lässt grüßen. Was da genau passiert ist, sollt ihr jetzt rausfinden und dürft dabei frei die Open-World-Spielwelt des Lake District um die Reaktorruine von Windscale erkunden. Aus der Ego-Perspektive wandert ihr durch die Oberwelt oder leuchtet in finstere Keller rein. Atomfall hat verschiedene Survival-Elemente und deshalb sammelt ihr knappe Ressourcen wie Crafting-Material, Essen und Munition. Dafür essentiell wichtig ist euer Metalldetektor, der auf wertvolle Beute in der Nähe hinweist. Was genau man da alles craften kann, ist bisher nicht bekannt und auch ob es in Atomfall irgendwelche RPG-Elemente wie Skills, Talente oder ähnliches geben wird, wissen wir bisher nicht. Zwar ballert ihr in Atomfall mit Shotgun, Karabiner, Maschinenpistole oder Revolver, die Munition dafür soll aber äußerst rar sein. Viel öfter sollen deshalb Pfeil und Bogen oder Nahkampfwaffen wie dieser Cricket-Schläger zum Einsatz kommen, was bisher in allen englischen Apokalypsen ein probates Mittel war. Trotz Atomunglück seid ihr aber nicht allein in der Quarantänezone, denn verschiedene Fraktionen zanken sich hier um die Vorherrschaft. Zunächst mal wäre da die Militärtruppe Protocol, die von der Regierung den Auftrag bekommen hat, das ganze Gebiet hermetisch abzuriegeln. Ob die aber eigentlich noch viel finsterere Ziele verfolgen, sollt ihr laut dem Entwicklungsstudio Rebellion im Verlauf der Story rausfinden. Außerdem trefft ihr auf Forscher und vor allem Roboter der fiktiven Forschungsbehörde BART. Das steht für British Atomic Research Division und die waren vor der Katastrophe für den Reaktor zuständig.
deren offizielles Motto ist Nova Lux Discuti Umbras Antiquas, was übersetzt so viel heißt wie das neue Licht vertreibt die alten Schatten. Und das bedeutet übersetzt wohl so viel wie Fortschritt um jeden Preis oder aber unsere Roboter schießen Feuer aus den Händen. Und dann gibt's noch die für die Postapokalypse obligatorischen Fraktionen. Zum einen diese Banditen-Grattler aus der Brettersiedlung, die uns mit albernen Klamotten und Nahkampfwaffen auflauern. Zum anderen die verstrahlten Atomzombies, die in Atomfall passend zur Windscale-Ruine in Blau vor sich hinschimmern. Und wenn's bei euch fernab der Sonne seltsame Wucherungen gibt, hat Daniel für euch einen Tipp von unserem Sponsor. Dieses Video wird euch präsentiert von den Bodypflege-Experten von Manscaped. Begrüßt den Sommer mit dem Performance Package 5.0 Ultra und erlebt die nächste Generation der SkinSafe-Technologie im aktuellen Lawnmower 5.0. Mit dem auswechselbaren Klingenkopf passt ihr eure Rasur jederzeit euren Ansprüchen an und bereitet euch reizschonend auf die heißen Monate vor. Und damit ihr dabei alles im Blick behaltet, bietet der Lawnmower 5.0 auch noch eine LED-Beleuchtung. Das Performance Package liefert euch außerdem noch den Weed Whacker 2.0, Nasen- und Ohrhaartrimmer und für die Pflege danach gibt es die passende Lotion und das Crop Preserver Deodorant. Außerdem legt Manscaped jeder Bestellung auch die Midnight Bravo Boxershorts und die Shed 2.0 Reisetasche im Ultra Package 5.0 bei. Mit dem Code GAMESTAR gibt es jetzt noch 20% Rabatt und kostenlosen Versand auf eure Bestellung auf manscaped.com. Und dann gibt's zu guter Letzt noch diese Naturheinis hier. Klar, solche Sekten gibt's in vielen Spielen, aber hier passend zum Szenario in keltischer bzw. heidnischer Tracht und diesem merkwürdigen Symbol, das die überall drauf taggen. Vielleicht gibt's unter euch ja Experten, die mir sagen können, wofür dieses komische Y steht. Ich habe bisher nicht rausfinden können, was das bedeutet. Muss ich aber auch gar nicht, um zu wissen, dass die nicht besonders stark in Sachen Gastfreundschaft sind. Das verrät schon dieser riesige Wicker Man, also diese Korbmann-Opferstatue. Und da wusste schon Nick Cage, dass das Ärger bedeutet. Laut Ben Fischer von Rebellion sollen, Zitat, eure Interaktionen mit den Fraktionen wichtig sein und die Geschichte prägen. Das kann man jetzt natürlich unterschiedlich interpretieren. Könnte bedeuten, dass ihr im Verlauf einer linearen Handlung mit denen zu tun habt. Könnte aber auch heißen, dass ihr entscheiden könnt, mit welcher Fraktion ihr euch zusammentut und so den Fortlauf der Geschichte verändert. Bisher alles Spekulation. Überhaupt wird es interessant, wie Rebellion mit einem Open-World-Story-Spiel zurechtkommt. Denn klar, das Team kommt aus Oxford und hat so natürlich eine ganz besondere Verbindung zum eigensinnig englischen Setting. Die Inspiration dazu soll ein Mix aus Kalter Krieg, Paranoia und britischer Science Fiction werden. Die nennen da Titel wie The Day of the Triffids, The Quartermass Experiment und klassische Doctor Who-Abenteuer. Auch was den Shooter-Aspekt angeht, mache ich mir bei Rebellion eigentlich keine Sorgen. Immerhin haben die zuvor jahrelang Sniper Elite, Zombie Army und die Älteren erinnern sich früher AVP gemacht. Aber kann das Hitler in Zeitlupe aus 500 Meter in die Kronjuwelen schießen Studio auch gute Geschichten erzählen? Interesse an nuklearen Endzeit-Stories wäre auf alle Fälle da. Immerhin war die Fallout-Amazon-Serie ein gigantischer Erfolg. Aber die Konkurrenz schläft halt auch nicht. Denn obwohl ein richtiges Fallout-Singleplayer-Spiel noch viele Jahre entfernt ist, hat 76 mit Skyline Valley gerade erst ein neues Add-on bekommen. Und auch Stalker 2 soll ja nach vielen Verschiebungen dieses Jahr endlich im September erscheinen. Und wenn Bethesda irgendwann mal aufhören könnte, dem Mod-Team dauernd den Client kaputt zu patchen, dann kommt vielleicht auch 2024 noch das Eigenbau-England-Projekt Fallout London raus. Momentan ist Atomfall für 2025 geplant, soll dann aber auch auf fast allen Plattformen erscheinen. Neben Steam und im Epic Store für PC ist das Spiel außerdem für Xbox One, Xbox Series, PS4 und PS5 angekündigt. Außerdem soll es ab Tag 1 im Game Pass verfügbar sein. Ja, obwohl da jetzt noch eine Menge Fragezeichen stehen bleiben, fasziniert mich vor allem dieses Szenario von Atomfall. Meine Hoffnung ist aber, dass der Fokus mehr auf der Geschichte und nicht so sehr beim Survival-Crafting liegt, weil ich mir ehrlich gesagt lieber den Arm abhacken würde, als nochmal in einem spielenden Baum fällen zu müssen. Auch wie das Verhältnis zwischen Ballern und Nahkampf wird, das würde mich interessieren.
Denn in der Pressemitteilung heißt es zwar, dass Munition extrem knapp wäre, im Trailer wird dann aber trotzdem munter abmunitioniert. Wir bleiben für euch auf jeden Fall dran, bis zum Release 2025 kommt da bestimmt nochmal ein neues Video von uns zu Atomfall. Schaut außerdem gerne unsere anderen Videos, zum Beispiel meins zu Fallout London, auf das ich mich auch ganz doll freue. Bis zum nächsten Mal, weiterspielen.